Wenn du ein Ziel vor Augen hast, dann tust du alles dafür, um das zu erreichen. Mein größter Wunsch ist es einfach, die Bowspammer Challenge erfolgreich zu absolvieren. Und ich werde alles tun, um das auch zu schaffen. So, ich freue mich schon die ganze Woche, die Road to Zickzack aufzunehmen. Denn wir sind bei der Bowspammer Challenge im zweiten Versuch, im letzten Versuch, sprich Part 6 oder 7 oder so, haben wir mega in die Tonne reingehauen und ich versuche das jetzt nicht zu wiederholen, sondern ein wenig kompetenter zu spielen. Die Challenge lautet immer noch 3 Runden One-Ended-Champion hintereinander zu gewinnen. Dafür sind wir auf dem Hive-Server logischerweise und ich hoffe mal, dass es nicht so ein Abgang wird, aber ich will halt auch besser werden in diesem Ding hier, aber naja, kein Aber, jetzt muss es einfach mal losgehen. Es gibt irgendwie auch eine Map, weil ich habe privat mal so ein bisschen gespielt, da kann ich auch üben so. Da war einfach auch mal letztens so eine Map, da war einfach Void drin und ich bin einfach 2-mal hintereinander darin gejoint. Ey, das hat mich ja so angepisst. Einfach, wie kann man denn eine Map machen, wo Void ist und dann den Spawnpunkt noch darauf hinlegen? Das hat mich so angepisst. Wie kann ich den denn missen? Hä? Hab ich... Hab ich den jetzt gekriegt, Alter? Mann. Ja gut, egal. 4 Kills mit dem ersten Leben. Ist okay. Ja, dass ich da in den Speed-BR-Typen da reinlaufe, ist halt mega dumm. Jawohl, der Speed-BR-Typ, der mich im Springen blockhittet, kombot. Und dann von hinten ich abgeschossen werde. Es macht Spaß. Road to Zickzack. Die laufen halt nie in die Laufrichtung, wo ich immer vermute. Mann, und der chillt da sein Leben, ne? Na, ich hab nicht wieder der Typ hier. Speed BR, ne? Du regst mich so auf. Warum, was machen die BR-Typen jetzt schon auf 5? Oh mein Gott, wieder nicht saß, ne? 12. Aber mein Kumpel hat jetzt 13. Ich habe ein Leben. Nein. Das ist ja eigentlich schon fast unmöglich, den zu missen, oder? Wie viel Leben hat Speed BR? Er wird es eh gewinnen, ne? Ja, okay. Haben wir verloren. Danke, SpeedBR. GG an dich. Der Block-Hit-Kombo. Ja, One in the Chamber macht Spaß. Auf jeden Fall. Immer. Dann speed ich mal diese Zeit, während ich hier chille, Alter. So, na ja, geil. Ich bin motiviert nach der Runde gerade. Es kann ja echt nicht so schwer sein. Ich will auf jeden Fall ein paar Runden gewinnen, also kann ja nicht sein. Aber, weiß nicht, ich habe auch echt scheiße geschossen wieder. Also immer in die Laufrichtung, was auch nicht schon wieder Wilder Westen. Immer in die Laufrichtung, dann bleiben die mal stehen und es sackt halt mega an. Dass ich einfach manche Safe Shots einfach so verschieße. Wieder so ein ugly Ding. Ja, das kann ich so knicken. Warum schieße ich da drauf? Mann, warum schieße ich ja auf den Typen?
Warum springe ich da wie ein Idiot? Ich muss jetzt erst. Ich muss jetzt mich mal konzentrieren. Ah, ich bin so dumm. Ich mach 3 YOLO-Shots hintereinander. Jetzt bin ich wieder hier geglitscht. Wow. Ja, den muss man einfach treffen. Und er staubt ihn mir ab. Ich kill ich jetzt. Aber mein 11 Kills. Da ist keiner mehr. Ich hoffe da ein bisschen, dass da einer spawnt, aber tut's nicht. Ist E1610, sieht gut aus. Sieht wirklich mal ausnahmsweise mal gut aus, was wir hier machen. Wir haben eh sogar... Oh, wir haben noch ein Leben. Ich dachte, ich wäre jetzt tot. Übrigens, ich habe ein neues Zickzack-Cape. Link in der Beschreibung. Danke nochmal an den Typen auf Twitter, der es mir geschickt hat. Sehr kompetent. Also, wie du das gemacht hast, ist echt... Ich weiß, wie krass schwer das ist, aus diesen Bildern da was rauszukombinieren. Aber wie du das da gemacht hast, nicht schlecht. Respekt. Nice, Freunde. Wir haben auf jeden Fall die erste Runde gewonnen. Weil es geht gar nicht anders. Und das freut mich. Denn jetzt müssen wir nur noch 2 hintereinander gewinnen. Was auch extrem viel ist. Aber wir bleiben dran am Ball. Und okay, die... Ah, bitte. Warte, jetzt werde ich bestimmt gekickt. Road to Zickzack. Man, wäre das krass, wenn wir die gleich mal beenden könnten. Aber warte mal. Tempest, das ist scheiße. Portal. Ich habe auch keinen Bock auf Portal, ganz ehrlich. Ich will wenn Candyland. Weil die macht wenigstens ein bisschen Spaß. Gut, die 30 Sekunden haltet ihr jetzt auch noch mit mir aus, denke ich mal. Hoffe ich mal. Und ja, Freunde. Irgendwie, ich überlege so ein paar... Ich weiß nicht, auch so die Serien. So, ich will, weiß nicht, habt ihr so Bock, wenn ich so ganz normale Survival-Games-Runden hochlade? Ich will halt irgendwie was Besonderes machen. Im Moment ist ja noch alles so in Serien gegliedert oder ich weiß nicht, soll ich jedes Video irgendwie besonders machen? So, jedes Video ist dann irgendwie... Nee, ich finde Serien schon besser, aber ich will meine Survival-Games-Runden zum Beispiel irgendwie besser machen, weil die sind am einfachsten aufzunehmen. Und wenn ich mal keine Zeit habe, dann kommt es mal extrem gut, wenn ich so mal schnell eine aufnehmen kann. Oh mein Gott. Das war jetzt gerade die schlechteste Aktion. Oh, es war jetzt aber auch so verdient, dass er mich killt, ne? Was mache ich gerade? Bin ich gerade behindert? Nice, 2 Leben gewastet für irgendeine Scheiße. So macht man es. 0 Kills. Aber jetzt haben wir ein bisschen aufgeholt. Was leckt hier auf Portal, Mann? Das ist dumm. So, jetzt haben wir 5 Dinger. Er wird ihn mir eh abstauben. Ja, gut. Ich habe ihn immer noch wenigstens geholt. Okay, die campen da immer alle oben. Das regt immer so hart auf. Wenn du da immer die Leiter hochgehst, dann ist immer einer da, der dich dann irgendwie abschießt. Ich muss Punkte machen. Schon gewartet, bis er fertig ist. Scheiße.
So eine Sekunde, das ist wieder dieser SS-Typ, ne, vom Anfang. Und da werde ich natürlich geholt. Nicht der andere. Zwei Leben. Nein! Fuck. Aber zwei Leben, das ist echt noch gerade sehr spannend. Dramatische Musik wäre jetzt passend, Basti. Basti aus der Zukunft. Am Editieren. Nein, wenn ihr mir jetzt den abstaubt. Nein! Oh mein Gott. Nein. 5. Nein. Hat er mir den letzten Kill jetzt Nein, das gibt es nicht, oder? Wenn er jetzt noch einen Kill macht, dann würde ich mich jetzt nicht aufregen, aber... Nein, wie knapp war das? Ich habe gewonnen? Wieso habe ich gewonnen? Wieso habe ich... Da steht's, Freunde. Ich hatte zwar... Hey, ich hatte doch 14 Kills. Und er 15. Warum habe ich gewonnen? Hat der gelieft oder irgendwas? Da stand... Da, ihr seht's. Ich habe 2 hintereinander jetzt gewonnen. Oh mein Gott. Scheiße. Okay. Ich verstehe es jetzt echt nicht. Habe ich mich jetzt da irgendwie verguckt? Weil das war auch gerade so eine richtig ugly Situation. Da er... Ich will auf keinen Fall Portal spielen. Ich kenne die nicht. Ich kenne den Wilden Westen da. W. Also WWW. Ja, den spiele ich halt meinetwegen Wilder Westen. Der hat uns echt Glück gebracht irgendwie. Aber ganz kurz. Ich dachte, dass er mich jetzt gekillt hatte. Irgendwie in der Situation. Aber ich weiß nicht. Ich muss es mir gleich nochmal in Ruhe angucken. Auf jeden Fall, Freunde, wenn wir die Runde jetzt gewinnen. Ja, dann sieht's echt. Dann sieht es sehr cool aus, weil dann hätte ich hier die Challenge fertig. Und ich muss sagen, meiner Meinung nach ist das hier die schwierigste Challenge, die wir bis jetzt hatten. Weil, ja, One-In-The-Chamber ist halt auch noch ein Spielmodus. Also ich finde, in Quick-Survival-Games kannst du es noch mehr beeinflussen, ob du gewinnst. Aber hier ist es halt echt auch oft Luck. Also wie deine Gegner stehen, ob du einen abstauben kannst, weil hier ist halt jede Bewegung extrem wichtig. Und man... Keine Ahnung, man darf auch nie zu complicated denken. Bisschen on fire. Okay. Aber... Okay. Ja gut. Aber in der ersten Runde 10 Kills. Hi. Bleib doch stehen. In One in the Chamber weglaufen ist halt das Ekligste, was dein Gegner machen kann. Okay, blocken bringt viel, Basti. Dead miss. Noch 4 Leben. Habe ich aber am Anfang auch einen Start hingelegt. Ah! Wo war mein Pfeil?
Hä? Kann ich irgendwie nicht mehr schießen? Ich habe gerade hundertprozentig Rechtsklick gedrückt. Aber... Freunde, wir haben die fucking Bow-Spammer-Challenge abgeschlossen. Im Alter, second try. Aber, oh mein Gott, die Runde, die zweite Runde, ich verstehe es halt jetzt immer noch nicht, aber ich freue mich gerade wirklich. Alter. Ich würde sagen, wir sind anscheinend im Club aufgenommen worden. Und dann können wir gleich mal rein. Ein bisschen Party machen. Der Bow-Spammer-Club, wir kommen. Okay, across the world. Okay. Oh, okay, war jetzt nicht so krass eigentlich. Den holen wir uns noch. Aber, Freunde, 21 Kills. Ich bin zufrieden. Road to Zickzack, Bow-Spammer-Challenge. Dann, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und freut euch auf die nächste Challenge, denn ich habe schon eine Idee und die wird richtig fresh. Also, macht's gut. Bis dann. Haut rein und ciao.